Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Courage Skyline Talk. Heute zum Thema Herausforderungen für den Mittelstand. Und ich freue mich sehr, Erhard Seeger begrüßen zu dürfen als Gesprächspartner. Herr Seeger, hallo Herr Seeger, herzlich willkommen. Hallo Frau Böhnert, herzlichen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Gerne. Herr Seeger ist Sprecher des Unternehmernetzwerks Familienunternehmen und Mittelstand beim Wirtschaftsrat in Hessen. Und in dieser Funktion sprechen wir hier heute auch. Außerdem ist Herr Seeger CEO und CFO von mittelständischen Unternehmen. Und, habe ich gesehen, Sie sind Vorstandsmitglied bei der Brainfleet Management GmbH. Dazu werden Sie, glaube ich, später noch etwas sagen. So ist es. Herr Seeger, der Mittelstand war ja nun in der Corona-Zeit schon extrem gebeutelt. Hat sich das gebessert, verändert oder sind die Herausforderungen im Mittelstand nun andere geworden? Liebe Frau Böhnert, der Mittelstand ist natürlich durch die Corona-Krise und durch die Ukraine-Krise, durch den Krieg gebeutelt. Wobei der Mittelstand, stark und kräftig, wie er ja nun mal ist, vieles aus eigener Kraft überstanden und gelöst hat. Er hat verschiedene Dinge nicht gelöst. Und dazu gehört natürlich die weltwirtschaftliche Unsicherheit. Wir haben uns verlassen auf unsere Lieferströme, und zwar eingehend und ausgehend. Die sind natürlich durch den Krieg massiv gestört. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, es hat natürlich auf der Kostenseite Explosionen gegeben. Sie wissen, wo die Energiekosten hingegangen sind. Sie wissen, wo die Metalle hingegangen sind. Wir haben Kosten, die wir uns auf die Dauer nicht werden leisten können. Wenn da nicht etwas geschieht, und darüber werden wir sicherlich gleich reden, was da geschehen kann, werden wir Schwierigkeiten haben. Aber es gibt natürlich auch andere Probleme. Sie wissen, wir haben schon lange Zeit vor Corona eine Reihe von Problemen gehabt. Das ist im Wesentlichen auch der Fachkräftemangel. Und Sie wissen auch, es ist ja nicht nur ein Fachkräftemangel, sondern es ist ein genereller Arbeitskräftemangel. Gehen Sie mal in die Restaurants, die machen teilweise zu oder haben reduzierte Öffnungszeiten, weil sie die Leute nicht mehr bekommen, die bedienen. Aber es ist natürlich auch ein Problem generell der Überregulierung. Das hatten wir auch schon ganz lange. Der Staat glaubt, an vielen Stellen besser wirtschaften zu können, als wir Unternehmer das tun. Und das funktioniert nicht, weil der Staat versucht, dann einzugreifen bei uns Unternehmern. Und das führt zu der Überregulierung, von der ich gerade eben gesprochen habe. Und die ist von großem Schaden. Das sind die zweiten Probleme, von denen ich gesprochen habe, und die zweiten Problemkreise, von denen ich sprechen wollte. Und der dritte Problemkreis, und das wissen Sie auch, wir haben Probleme aus alter Zeit, die halt noch nicht gelöst sind. Liebe Frau Böhnert, Sie wissen, an der Unternehmernachfolge reden wir schon ganz lange. Das ist ein Problem natürlich auch des Mittelstands, aber es ist auch ein Problem natürlich der wirtschaftlichen Umgebung. Es ist einfach nicht interessant genug, Unternehmer zu sein in Deutschland. Es ist viel interessanter für manche Leute zumindest, Arbeitnehmer zu sein mit einem sicheren Einkommen, mit geregelten Arbeitszeiten, mit freien Wochenenden. Das hat der Unternehmer alles nicht. Und insofern ist es natürlich auch ein Problem der wirtschaftlichen Umgebung, aber es gibt natürlich auch noch andere Probleme, die nicht gelöst sind. Das Digitalisierungsproblem, beispielsweise auch das teilweise etwas, wo der Mittelstand vielleicht nicht schnell genug gewesen ist. Aber es kommen natürlich auch ständig neue Regelungen, staatlicher Seite, Datensicherheitsregelungen, die einzuhalten sind und die das Beschäftigen mit Digitalisierungsfragen unendlich viel schwieriger machen. Hinzu kommen die Strukturprobleme, die wir schon die ganze Zeit haben. Sie sehen selber, was mit den Straßen los ist, wie die Brücken teilweise gesperrt werden und wir in der Infrastruktur nicht unbedingt weiterkommen. Und wir haben natürlich das lange Problem der Energiesicherheit. Wir gehen aus der Kohle heraus, wir gehen aus der Kernkraft heraus. Wir kommen nicht nach mit den nachhaltigen energieproduzierenden Anlagen. Und wir wissen nicht, ob wir auf die Dauer sichere Energie beziehen können. So, jetzt habe ich eine lange Rede gehalten, das wollte ich gar nicht. Aber das sind die aktuellen Probleme, wie ich sie sehe. Ja, aber ja, lange Rede gehalten. Man sieht einfach, der Mittelstand hat mit sehr vielen unterschiedlichen Problemen zu kämpfen. So, gut, dass Sie das genau erwähnt haben. Wenn Sie eine Priorisierung vornehmen müssten, wie sehe die aus? Was sind wirklich die wichtigsten? Alle sind wichtig, keine Frage, aber... Ja.
Wie würde das aussehen? Ich würde sagen, drei Dinge, liebe Frau Böhnert. Das erste ist die Kosten. Wenn wir die Kosten nicht in den Griff bekommen können, dann werden wir Insolvenzen sehen in einem Maße, wie wir sie bisher nicht gesehen haben. Und das wird zu einer Belastung der mittelständischen Wirtschaft führen. Das Zweite, was ich hier massiv sehe, ist die Überregulierung. Wir werden, wenn wir weiterhin so reguliert werden wie jetzt, werden wir Stäbe aufbauen müssen, die die Arbeit tun im Rahmen der Regulierung. Und die haben wir nicht. Die können wir uns auch nicht leisten. Und das Dritte ist, ich hatte es gesagt, das Dritte ist der Fachkräftemangel. Wenn wir die Leute nicht haben, die die Arbeit tun, die Unternehmer können nicht alles selber machen. Da reichen die 24 Stunden des Tages und die 7 Tage der Woche eben nicht aus. Also wir müssen Möglichkeiten haben, auf Leute zuzugreifen, verschiedenster Art. Ja. Und das wären die drei wichtigsten Probleme, wie ich die sehe. Okay, dann ist sehr, sehr interessant. Also kann ich auch nur bestätigen, wir beraten ja auch Mittelstand und wir übernehmen teilweise im Outsourcing-Bereich oder bei Employer Branding, sind genau die Themen, mit denen der Mittelstand auf uns zukommt. Und wir arbeiten da ja auch dankenswerterweise zusammen, liebe Frau Böhnert, und wir sehen es beide, glaube ich, sehr ähnlich. Ja. Herr Seeger, wie kann der Wirtschaftsrat den Mittelstand unterstützen? Was machen Sie dazu helfen? Der Wirtschaftsrat macht ganz viel. Zum einen, er ist die Stimme des Mittelstands. Er erhebt diese Stimme auch und artikuliert sich auf verschiedene Weise. Zum einen natürlich durch Haupt- und Nebenamt öffentlich und äußert die Probleme, so wie wir das ja jetzt hier auch tun, nimmt Stellung zu den Problemen und legt sie in der Öffentlichkeit und in der Politik dar. Das Zweite ist natürlich, was nicht in der Öffentlichkeit passiert, das ist genauso wichtig, die vertraulichen Gespräche, da ist die Tür zu, ist keine Presse dabei, da redet man entre nous von Wirtschaftsrat, von Wirtschaftsunternehmen mit der Politik. Da kommt ganz viel rüber, weil ganz vieles eben etwas ist, was in Regierungskreisen, in Verwaltungskreisen nicht bekannt ist und wo, wenn die Tür zu ist, auch zugehört wird. Und das Dritte sind die Dialoge, die es so gibt. Wissen Sie, der Europaabgeordnete, der Bundestagsabgeordnete, der spricht mit mir anders, als wenn er im Wahlkreis seine Firmenbesuche macht. Okay. Weil im Wahlkreis wird er beobachtet, da muss er bestimmte Dinge sagen, da muss er bestimmte tun. Bei mir hört er zu, weil er weiß, dass er nichts weiß. Der Abgeordnete hat die Informationen aus den Internen der Unternehmen natürlich nicht so, wie wir das haben. Und das will er aber haben. Und da hört er zu. Das sind die drei Themen, wo der Wirtschaftsrat, glaube ich, seine Stimme erhebt. Das Zweite, Frau Böhnert, was wir tun, ist, wir klären im Mittelstand auf. Ein Mittelstand weiß verschiedene Dinge nicht und macht auch die Augen zu. Entschuldigung. Ich bitte Sie. Die Überregulierung, die darauf hinzukommt. Ich nehme mal das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung. Der Mittelstand glaubt, das geht an ihm vorbei oder er kann da vielleicht mal mit Beratern wie Ihnen dankenswerterweise die eine oder andere Formulierung finden. Das ist nicht so. Da kommt ein Riesenberg auf uns zu, da klären wir auf. Digitalisierung, da klären wir auf. Wir zeigen, was gemacht werden muss. Wir zeigen, was möglicherweise an weiteren Bedrohungen kommt, wie man sich darauf einstellen kann, wie man damit umgehen kann. Wir zeigen, was es an neuen Entwicklungen gibt, die vielleicht beim Mittelstand gar nicht ankommen. Ich nenne mal ein vielleicht extravagantes Beispiel, Dynamic Pricing. Sie kennen das und ich will es Ihnen nicht weiter ausführen, das ist ein Thema für sich. Aber die Mittelständler müssen wissen, was das ist, was da kommt und sich damit beschäftigen. Und man kann natürlich auch Nachfolgeveranstaltungen machen, Netzwerke, Plattformen, Dinge dieser Art. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, natürlich, Netzwerke, ich habe es eben schon mal gesagt, Netzwerke innerhalb der Mittelständler. Einmal durch Organisationen innerhalb des Wirtschaftsrats. Das sind die Organisationen, die Netzwerke, die es gibt. Sie haben mich vorgestellt als einer der Netzwerksprecher. Davon gibt es viele, mehrere. Es gibt den Schulterschluss, den persönlichen Austausch der Mitglieder untereinander. Und es gibt natürlich auch die Dialoge, die stattfinden. Und da kann natürlich Brainfleet helfen. Sie hatten mir dankenswerterweise das Wort auch dazu gegeben. Brainfield ist ein Unternehmen, was Mittelständler begleitet bei schwierigen Prozessen, weil Brainfield aus Managern besteht, die alle mal mittelständische Unternehmen geführt haben. Und da kann man einen Unternehmer begleiten durch schwierige Prozesse. Das macht Brainfield. Wer da Fragen hat, kann uns finden über die Website. Ja, und dort sind Sie eben Vorstandsmitglied auch. Ja, genau. Also wir können ganz viel tun. Sie können ganz viel tun. Und was kann denn die Politik tun?
Die Politik kann natürlich auf all diese Dinge gestalterisch wirken, liebe Frau Böhnert, und das ist im Wesentlichen die Energiepolitik. Ja. Zwei Dinge in der Energiepolitik, und ich will das jetzt auch nicht überstrapazieren. Energiesicherheit ist natürlich ganz wichtig. Wir müssen uns verlassen können, dass wir Energie haben. Aber diese Energie muss natürlich auch bezahlbar sein. Nicht wie jetzt, wo sie unerschwinglich, nahezu unerschwinglich ist. Nachhaltige, bezahlbare Energiepolitik. Und das ist natürlich auch ein Marktthema, keine Frage. Aber man muss nicht außerdem noch Steuern draufschlagen. In großem Umfang. Und man kann natürlich auch von Regierungsseite dafür sorgen, dass die Energiequellen bereitgestellt werden, indem man, was die Regierung ja auch tut, ich will ja nicht nur schimpfen, was die Regierung ja auch tut, indem man einfach mit anderen Anbietern spricht und Möglichkeiten schafft, uns weitere Energiequellen zu verschaffen. Das Thema Infrastruktur, hatten wir eben schon gesagt, da kann die Politik ganz viel tun, mit Straßenausbau, mit Brückenreparatur, mit Bereitstellung von Glasfasernetzen, darüber haben wir auch schon gesprochen, mit Kommunikationsinfrastruktur. Mit planerischen Vereinbarungen. Es gibt viel zu wenig Gewerbegebiete, erschlossene Gewerbegebiete. Gewerbegebiete gibt es genug, aber Gewerbegebiete, wo es auch interessant ist, für den Mittelstandler hinzugehen. Dann die Arbeitskräftemärkte. Es gibt qualifizierte Arbeitskräfte. Die kriegen bei uns keine Arbeitsgenehmigung, weil sie aus Indien kommen beispielsweise und monatelang warten müssen. Ewig, ne? Es gibt aber auch eine grundsätzliche Problematik in diesem Bereich, weil bei uns ist es immer noch so, dass man studiert haben muss. Das duale Ausbildungssystem ist spitze, ist ein Exportmodell. Aber es wird bei uns nicht so dargestellt wie beispielsweise ein Studium. Das ist genauso wichtig und genauso ehrenhaft. Das ist etwas, wo die Politik ganz anders drüber sprechen kann. Und das große Thema, liebe Frau Böhnert, ich habe es jetzt ein paar Mal schon gesagt und ich sage es gerne noch ein weiteres Mal, ist das Thema Überregulierung. Was da auf uns zukommt, aus Brüssel ganz viel, es kommt ganz viel eben auch über Berichtspflichten, die uns gegeben werden, wo wir beispielsweise im Bereich der Nachhaltigkeit unsere Lageberichte, unsere Darstellungen im Rahmen der öffentlichen Berichterstattung ausweiten müssen, einmal umfangmäßig, auch zum anderen, aber eben auch inhaltlich. Und wir haben gar nicht die Möglichkeiten, diese Inhalte zu schaffen, weil wir die Stäbe nicht haben. Wir müssten Leute einstellen und wir müssten Strukturen bei uns in den Unternehmen schaffen, die wir uns nicht leisten können. Ja. Und das ist dann eben das große Problem. Ich kann Ihnen ein paar Beispiele nennen, aber das wird uns jetzt zu lange aufhalten. Und das letzte Problem, was ich einfach gerne nennen würde, wir müssen natürlich eine Gründerkultur schaffen. Wissen Sie, Nachfolgefragen sind nicht nur eine Frage von Personen, sondern auch von Unternehmern, von Unternehmen. Und je mehr Unternehmen gegründet werden, umso mehr können wir Unternehmen kompensieren, die aus dem Markt gehen müssen, weil sie geschluckt werden, weil sie in die Insolvenz gehen oder weil sie andere Probleme haben. Deswegen brauchen wir Gründer. So, jetzt habe ich nochmal eine lange Rede gehalten, aber Sie sehen, die Politik kann für uns ganz, ganz viel tun. Ja, nein, es sind alles extrem spannende Themen. Ich denke, wir könnten über der meisten einzelnen Themen nochmal ein separates Video machen. Deswegen schlage ich jetzt unseren Zuschauern an dieser Stelle einfach auch mal vor. Wenn hier ein Thema ist, was Sie ganz besonders interessiert, dann schreiben Sie das gerne in die Kommentare, dass Sie dazu mehr hören möchten. Dann können wir dazu nochmal ein separates Video machen, wenn Interesse besteht. Gar kein Thema. Wir können hier wirklich die Themen nur anreißen und ja, das ist so, sonst könnten wir Stunden sprechen. Aber vielleicht ein letzter Punkt. Herr Seeger, wenn Sie jetzt einen Wunsch hätten an die Regierung, sagen wir mal 3 Wünsche, was wären diese 3 Wünsche so zum Abschluss unseres Gesprächs? Ich kann Ihnen gerne 3 Wünsche nennen, liebe Frau Böhnert, aber der große Wunsch ist, lasst uns unsere Arbeit tun. Glaubt nicht, dass ihr mit euren Regulierungen uns sagen könnt, wie wir es besser machen. Ihr wisst es nicht. Ihr könnt es nicht. Lasst uns unsere Arbeit tun. Und wenn ich jetzt dann doch die 3 Wünsche artikulieren kann, das aber nur eine Spezialisierung ist von dem, was ich eben gesagt habe. Schafft uns Energiesicherheit. Schafft uns Energiekosten, die wir uns leisten können. Erster Wunsch. Zweiter Wunsch. Hört auf mit dieser Überregulierung. Schreibt uns nicht alles vor, was wir alles liefern müssen, was wir alles leisten, was wir alles darstellen müssen. Wir können es nicht mit vertretbaren Kosten. Und drittens, bitte sorgt dafür, dass wir Arbeitskräfte kriegen. Dann machen wir auch die Arbeit. Okay, prima. Herr Seeger, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. War mir ein Vergnügen. Machen Sie es gut. Machen Sie es gut. Tschüss, Frau Böhnert. Tschüss.